Eine sehr gute Frage. Sieht so schön aus, ne? Vor allem, wie weit man das Schloss sehen kann. Ich meine, gut, ist ja auch groß, ganz ne? Klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen Moment, die denn Freunde. Moment. Sehen wir uns das näher an. Ja. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern Deswegen sollen sie uns ja nicht sehen. Oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Ja, muss mal ein bisschen gucken. Lalala. Wo waren noch mal meine warum gucken die alle hier runter? Sind denn doof? Oder in Achtung, nicht runterfallen. Achtung, nicht runterfallen. Schon sehr, sehr unvorsichtig, was die hier machen, ne? Aber die haben coole Masken auf. At least that. At least that, guys. Hey, du. Bist so laut wie ein Troll. Ja. Aber mindestens auch genauso stark. The fuck? Mich zu sehen oder nicht so? Weil Merlin, man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Bobby in den... Was? Hornschwanz heilen? Sorry, musste raus. Alles gut. That's what he said. Oh boy. Also, warum sind hier so viele Kutschen? The fuck? Los bei euch. Erstmal alles mitnehmen, Freunde. Ach, jetzt muss ich gleich hier rein. Na, come on. Let's take a look. Wilderer Zelt. FSK 18. Durchaus. Was bei Merlins Bart? Sind das Drachen? Jetzt fängt es gerade ein bisschen an zu ruckeln. Freunde, nicht wundern, der ruckelt gerade. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich wieder am Spiel. Nicht an der Hochschrauben. Ein Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Ich weiß es nicht, aber ich setze mindestens 100 Galeonen auf den einen Drachen. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Dankeschön, Dankeschön. So, wir müssen kurz einmal gucken. 26. Mit Andi. 26. Ach so, haben wir jetzt eigentlich noch was Krasseres? Warte mal, ich muss mal schauen. Aber schlechter, oder? Jo. Wobei, das könnte man eventuell nochmal gucken. What do we have here? Müsste definitiv schlechter sein. Oh yes. Hätte mich jetzt ein bisschen gewundert, wenn nicht. Das ist sogar schlechter. Naja. Weiter geht's. Ach, wieder Silencio-mäßig, ja? Immer schön. Quiet. Was hat Victor sich dabei gedacht mit den Amigos Totalus? Shit, ich hätte ihm vielleicht nochmal zuhören sollen. Wäre vielleicht interessant gewesen. So, wir gucken uns einmal zu, welcher Drache gewinnt. Ich setze auf den Dunklen. Die tanzen noch bloß, oder? Das ist irgendwie so ein Balzverhalten. Aber das Problem liegt wahrscheinlich am Game, da ich eigentlich fast... Ja, ich gehe davon aus, das ist ja gerade frisch rausgekommen. Das ist noch nicht so hundertprozentig optimiert. Ja. Das ist noch nicht so hundertprozentig optimiert. Aber solche Kinderkrankheiten gibt es halt bei Launches gerne mal. Muss irgendwie da drüber. Ich muss irgendwie da rüber. Aber kann ich hier runter? Nee. Okay, hier kann ich schon mal nicht weiter. Entry with admission only. Fuck. Dann geh ich halt wieder raus, Freunde. Wie weiterkommen? Ach, hier geht's weiter? Ja, manchmal muss man einfach erstmal einen Schritt zurückgehen, um das große Ganze zu sehen. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei?
Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Da wird wahrscheinlich noch einiges kommen, Abdul. Seite zu arbeiten. Wie erträgt Renrock es bloß in Rockwoods Nähe? Abscheulich. Ich sollte mal nachsehen. Solltest du mal nachsehen. Bye bye. Tschüss. Herausforderung abgeschlossen. Besiege schwarze Magier. So, da haben wir da jetzt alles schon durch, ne? Guck mal, wie viel schwarze Magier ich schon gekillt habe, Freunde, ja. Also ganz im Ernst, ich dürfte eigentlich schon direkt, ja, eine Eule bekommen vom Zaubereiministerium, von wegen so, hey Mensch, hast du nicht Bock? Ja, so krass wie ich, mit nur weniger. Revelio. Revelio. Was ist denn hier? Oh, okay. Was war das vorher? Warte, jetzt mal hier hoch. Hallo, Freunde! Erstmal alles looten. Ach, da ist so ein Schutzschild drum, damit die Drachen nicht ausbüchsen können. Aha. Die kleinen Süßen. Öffnen. Oh, da hinten haben wir noch ein paar Gegner. Warum gucken die eigentlich nicht zu? Poppy. Kobolde gehört? Renrock und die Wilderer arbeiten. Ah, hier ist noch ein Drache. Willkommen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Hab richtig Performance-Probleme bei dem Spiel, aber wieso? Das liegt einfach daran, weil das Spiel selbst noch nicht optimiert ist. Das kann durchaus mal möglich sein, dass bei manchen Cutscenes oder in manchen Gegenden mal so ein bisschen das ruckelt. Nicht gerade ein fairer. Das muss aber nicht zwangsweise an der Hardware liegen. Greifen wir ihr unter die Flügel. Wow. Greifen wir ihr unter die Flügel. Let's do it then! Aber ich mach trotzdem das lieber Silencio. Eher leiser Ansatz ist wohl angebracht. Yes, you're totally right, Poppy. Hätte von mir sein Grund. Revelio. Sieh nur, die haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Ja, aber es wäre schon irgendwie cool, wenn wir ein bisschen schneller machen könnten als, keine Ahnung, kriechen. Aloha, Mora. Aloha, fucking Mora. Wow. Ein bisschen Licht oder was? Läuft. That was fast. Ich nehm's. Ich will. Dankeschön. Gut. Oh. Hallo, Poppy. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Oh, eine sehr gute Revelio. Ja. Kommt ja auch von mir. So, hier liegen noch ein paar Sachen. Ich nehme natürlich alles mit, Freunde. Denn ich brauche wieder ein bisschen Kohle. Necesito un poco dinero. Por Galeono, in this case. Aber warum gibt es hier so viele Tränke? Ich habe 25 und kann leider nicht mehr mitnehmen. Mit AC verwechselt? Bitte beruhige sie sich. Alle drei zusammen, Freunde! Alle drei zusammen! Upsi! Upsi! Oh man! Sorry, guys! Das ist aus Versehen! Ja, wenn die ganze Awesomeness raus muss. Dich suchen wir doch! Hi! Du hast eine Freundin dabei! Okay. Excuse me. Ich hab mich verklickt, Freunde. Ich hab mich ganz bisschen verklickt. Da, fang! Fang nochmal! Come on! Komm, was kriegst du hin? Okay. Autsch.
Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich, glaube ich, irgendwie befreit. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Oh, we are, we are, we. Okay, ich glaube, ich mal ausweichen. Arresto, was? Ah, volle Kanne verfehlt. Oh Gott. Leute. Alter, wie viel Schaden machen die mir denn? Ich hätte das lieber Silence gemacht. Ey, wo schießt du denn hin, um Herrgotts Willen? Okay. Na, voilà. Kedavra. Oh yeah. Bitte beruhigen Sie sich. Das war anstrengend. Ich muss mal kurz ein bisschen Luft schnappen. Und vor allem mal kurz gucken, ob ich hier noch was looten kann. Aber du hast das Loch im Drachen. Guck mal. Was machen wir mit dem hier? Was machen wir mit dem hier? Warum sollen wir nur den einen retten? Da ist noch einer, guck mal, wie viele Drachen da sind. Also geradezu, meine ich. Das ist der Poppy scheinbar egal. Ne? Einer muss gerettet werden, das reicht. Das reicht, denkt sich der Poppy. Du mich, bitte beruhigen Sie sich. Eine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Excuse me. Ja, 5-Klässler Hogwarts-Schüler sind natürlich definitiv cleverer als ausgelernte Zauberer. Incendio. Das gute Zelt. Wer zahlt denn dafür? So, und was genau ist jetzt mit den anderen Drachen, die jetzt da noch eingesperrt sind und wahrscheinlich jetzt verbrennen? Und das ist eher so eine Daenerys-Sache, dass die gar nicht verbrennen können, weil Drachen und Feuer und so ist ja so eine Symbiose. I don't know. I don't know. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was, wenn wir das Ei behalten? Da das Drachenweibchen weggeflogen ist. Können wir das Ei behalten? Yes. Besser wir als die Wilderer. Zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Ist das so? Wer auch immer Cole Sprouse ist. Aber du wirst wahrscheinlich richtig liegen. Die Wilderer rächen sich. Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten? Nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Na geil! Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Bleibst du jetzt hier, oder was? Ach so. Okay, sie läuft nach Hause. Level 27! Wupp, wupp. Yeah, man. Excuse me. Aber viel wichtiger ist die Frage, ob wir schon wieder Post haben. Und nein, wir haben keine Post. Ah, was macht man auch hier? Kampf, glaube ich, ne? Mit den
Ach, es geht noch weiter? Oh, 100 muss ich noch machen, Freunde. Protego-Schild 3. Ah, schon irgendwie krass, wie wir hier durch die gegnerischen Massen schnetzeln, Freunde. Gratulation, Dankeschön. Thank you. Was haben wir sonst noch so für Aufträge? Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen gucken. Ja, trifft Poppy. Check. Folgen Schmetterling, will ich gar nicht machen, so großartig. Flussgras ernten. Hm? Okay, das heißt, wir müssten mal wieder zurück in unseren Raum. Wobei, was stand denn sonst noch? Beschaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie gleichzeitig. Wobei, da muss ich mir die erstmal kaufen, glaube ich. Weil die will ich jetzt gerade nicht so wirklich anpflanzen. Dauert vielleicht auch eine Weile länger. Muss, glaube ich, mal irgendwie hier in die Nähe. Let's go! Kriegst du nicht die Post, wenn du in einen Raum gehst? Kriegst du die immer da? Werden wir gleich sehen. Bin gespannt. Bin gespannt. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so... Was haben Sie jetzt vor? Dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Okay, das zu dem Thema. Tschüss! Irgendwo war doch der Typ hier mit seinem Wagen, oder nicht? Moment, Freunde, ich muss kurz gucken. Karte. Im Controller hat man leider keinen Shortcut für die Karte, ne? Ist der hier? Ah, der ist hier, gucke. Sehr schön. So, da müssen wir hin, Freunde. Let's fetz. Ja, von der Weasley bekomme ich selbst in der Nacht noch Post, ja? Die kennt auch keine Schlafens- und Ruhezeiten, ja? Kennt ihr nicht. Lass mich mal runter. Lass mich runter! Im Flug, Freunde. Also quasi im Flug. So. Ich kann Ihnen nicht genug danken, dass Sie mir meine Karren gebracht haben. Ich habe gemalt wie besessen. Unglaublich, zu was einem solch Elend inspirieren kann. Wobei, ich muss gleich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe sogar... Ich glaube, ich brauche sogar nur die Reihe Raune, oder? Das kaufe ich gerne. Gut, einen Vorrat zu haben, sage ich immer. Ja. Yeah. Wobei, dann kann ich das hier anlegen. Warte mal, ich gucke erstmal, Freunde. Danke fürs Vorbeischauen. Ja, ja, macht Kommen 10. Sie gerne Euro. Wieder, ja? So, wir gucken mal ganz kurz. Ich habe... Ja, ich brauche nur Airaune. Nice. Ich nehme erstmal das hier, damit ich es nicht irgendwie verkacke. Muss mich kurz einmal umziehen, Freunde. Es nützt einfach alles nichts. War es Handschuhe? Oh ja, 9. 9 besser. Imperio-Ziele verursachen zusätzlichen Schaden. Ich habe noch nicht mal Imperio. Wie mich jetzt meine Handschuhe sogar schon verarschen wollen. Selbst meine Handschuhe. Schauen Sie sich doch einfach mal um. Ja, ich brauche erstmal die hier. So, Dankeschön. Das wär's. Sie werden sicher zufrieden sein. Yeah, I'm so proud. So proud. Danke fürs Vorbeischauen. Kommen Sie gerne wieder, ja? Yes. So, dann müssen wir jetzt... Wo müssen wir jetzt hin? Wo gibt's immer Feinde, Freunde? Hier hinten gibt's ja immer Feinde, oder? Irgendwo? Irgendwie? Weil da habe ich ja schon fertig, ne? Ja, mal gucken. Oh, ich will so reißen. Dankeschön. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, Freunde. Okay, da haben wir einen Gegner. Ich sollte vielleicht mal... Oh, ich verklebe mich immer noch. Das... Und es sind noch mehr. Ich glaube, ich nehme mal kurz der Einfachheit und den Besen. Brauche mindestens 2. Rebellion. Aber sind das Gegner, die auch was aushalten? Das war die beste Mahlzeit seit langem. Das meine ich ernst. Ich brauche sicher erst nächste Woche wieder was zu essen. Nur 2. Ich weiß nicht, ob es so sinnig ist, nur gegen 2 zu machen. Wir können uns nochmal jetzt fix umgucken. Vielleicht finden wir nochmal irgendwo ein paar Gegner. Wer hier wohl wohnt? Hier haben wir noch 1, 2, 3. Okay, warte mal, hier können wir kurz mal landen. Denn ich muss die auch mit der Airaune rüber. Muss ich das denn noch machen? So, das heißt, jetzt kurz einmal die Airaune auswählen. So.
Schleichen wir uns kurz einmal da dran. Möglichst du hast mich nicht sehen. Grüße! So. Das haben wir. So, dann kommt die hier. Und das. Ja, perfekt. Oh. Hi! Kruzio! Alter, Freunde, ich hab doch extra meine Pflanzen hingestellt. Könnt ihr nicht mal irgendwie so. Ist da und so? Gegen die Pflanzen kämpfen? Kruzio! Ja, das haben wir. Sehr schön. Können wir uns jetzt nämlich wieder Richtung Hogwarts bewegen. Sehr gut. Haben wir super hinbekommen, Freunde. Ich bin stolz auf uns. Ich bin heftig stolz auf uns. Das mit dem Drachen ist auch sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Da unten irgendwas? Natürlich. So. Alles cool. Hallo! Medicus Totalus! Medicus Totalus! Tja! Ihr kleinen Spinnen! Diese Unholde! Oh ja, so weit würde ich zwar nicht gehen, aber ist okay. Revelio! What do we have here? Ah! Liebstöckelstrauß! Dieses Denkmal ist eine düstere Erinnerung an die Macht der magischen Tierwesen. Vor Jahren wurde hier eine junge Hexe von einem Grafhorn getötet, als sie auf ihre wahre Liebe wartete. Ihr Liebster kehrt nun an diesen Ort zurück, um sich an sie zu erinnern und einen Strauß Liebstöckel abzulegen. Ihre Lieblingspflanze. Ah, ist ja schon ein bisschen traurig, ja? Ist ja schon ein bisschen traurig. So, wir wollen Richtung Hogwarts. Wann wieder was von Resident Evil? Das weiß ich noch nicht. Das kann ich dir noch nicht sagen. I don't know. Und auch die haben wunderschön unter. So, wir gehen wieder Richtung Hogwarts. Rectang Hogwarts. Und dann muss ich... Ah, genau, nochmal in meinen Raum der Wünsche. Holy moly, guys. Holy moly. So. Hier sind wir schon mal richtig. Da ist nicht der Anbau. Oh, Moment. Was ist mir hier? Ah, Malfenkraut. Okay. Lame. Lame. Fabelhaft. Ja. Dann haben... Oh, Moment. Erstmal ein bisschen Dünger hier. Na, hast du Dünger in der Tasche? Hast du immer was zur Nasche? Oder so ähnlich. Ein bisschen ekelhaft. Es ist schon ein bisschen ekelhaft vorne, ja? Also bitte beruhigen Sie sich. Hier noch was Schönes? Läuft. Ey, du. Du hast deinen Fleck vergessen. Genau da! Natürlich nur ein Spaß. Ich meine natürlich da! Ach so, ja, Moment, wir haben ja so eine Aufgabe mit dem. Ich muss hier mal kurz wieder was Leeres auswählen. Sieht gut aus. So, damit ich mich nicht nachher verklicke, das wäre doof. So, ich brauche wieder eine neue Aufgabe. Ja, jetzt kommen wir ja zu ganz, ganz vielen Unterrichten. Oder was muss ich für Sie machen? Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Finde die Handbuchseite Verwandlung Zwischenstufe in der Bibliothek. Machen wir das zuerst, oder? Boah, da haben wir ja bald alle Zauber, also bis auf die Unverzeihlichen, ne? Und die haben wir noch nicht ganz so. Oh, warte, muss ich hier... Okay, gehen wir hier runter. Sollte ja hoffentlich ein bisschen zügiger gehen, ja? Hast du schon den traumhaften Phönix? Nee. Hast du mich gerade gespoilert? Hast du mich gerade ernsthaft gespoilert? Meine Mutter will mit mir sprechen. Ich schätze, sie hat schon einiges von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie ist mir gegenüber nachsichtiger. Revelio. Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist es vielleicht endlich sicher. Alter, es ist noch nicht mal eine Stunde her.
Holy shit. Wo ist denn das jetzt? Ist es hier jetzt irgendwo? Gibt es da auch Unterricht mit Magie? Yes. Yes, yes, yes. Werden wir sogar gleich sehen. Den Unterricht werden wir gleich mitbekommen. Wenn ich jetzt... Ach, unterirdischer Hafen. Wie komme ich... Laufe ich hier gerade komplett falsch? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich würde sagen Abkürzung, oder? Ich würde sagen knallharte Abkürzung. Wobei, kann ich kurz mal den Besen nehmen? So. Hier irgendwo der unterirdische Hafen. Ah, zerpflegen, Freunde. Guck mal, Abkürzung, wenn ich... Oh, ich muss hier ins Wasser. Erstmal eine Runde schwimmen. Warum sie das jetzt hier von mir haben möchte, das weiß ich nicht. Ich habe nur über den Stand der Dinge nachgedacht. Ich finde sie nicht einmal interessant. Sie ist öde, schrecklich öde. Den Punkte, sagst du? Kommt jetzt hier hoch. Lass mich hier hoch. Oh, dankeschön. Revelio. Revelio. Kistchen aufmachen. Hä? Ach, hier. There you go. Unterirdischer Hafen. Tief unter dem Viadukthof befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringen. Okay. Good to know, I would say. Good to know. Also, ich weiß nicht. Wie ist es denn mit Geistern? Wie ist es denn mit Geistern? Revelio. Das ist also der unterirdische Hafen. Und das ist ein Stein. Turmspringer, yes. Ungewollt und dennoch geklappt. Korb bekommt der Geistermann. Yeah, es ist halt echt ein bisschen... Oh, Moment. Ja, ich weiß, lass mich hier sehen. Jetzt bin ich unsichtbar. Mach auf. Aha! Come on, heul für mich. Tu es. Okay, alles cool, Freunde. So, jetzt müssen wir weiter. Jetzt müssen wir in die Bibliothek. In die Bibliothek. Wobei, hier haben wir, glaube ich, auch eh noch nicht den Schnellreisepunkt, ne? Sie weint so bitterlich. Vielleicht verdient. So, warum ist jetzt schon wieder so dunkel? Macht mal hell hier. Revelio. Was haben wir denn hier, Freunde? Was haben wir denn hier? Oh, da brauche ich da Feuer, ne? Einen Moment. I need fire. War hinten noch was? Die hinten brennen schon, oder? Ne, stopp, hier gerade. Yo! Okay. So far, so nothing. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Ach, Moment. Man sieht das so schlecht an, wenn ich brauche kurz einmal Lumos. Ich könnte auch einfach Tag machen, aber... Lumos. Hier steht eine 4 drauf. 4. Mit dem brauchen wir aber die 2. So, was haben wir hier? Direkt mit den Kreuzen. Das sind nee, das ist die 4. So, und dann haben wir nur noch... Dreieck ist 1 und das andere... Wobei Dreieck mit Strichen ist 1 und das andere ist die 3. Wird wahrscheinlich hier hinten sein. Und Nastja auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hey, hast du mal Bock, Marvel Spider-Man zu zocken? Eventuell irgendwann. Derzeit sind wir ja gerade ein bisschen beschäftigt. Ja? So, oh, jetzt war das, glaube ich, 3, ne?
Yeah! Oh, hier gibt's nur das ein Rätsel. Löse die Geheimnisse von Hogwarts. I think I did it. Oh. Hier unten. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr, sehr gut. Danke. Oh, sind wir jetzt gleich in der Kammer des Schreckens? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Braun und Gold. Das denke ich mir auch mal, wenn ich auf Klo muss. Oh, Standuhren. Warum auch nicht? Mach auf. Halsteil. That's sweet. Ich muss immer noch in die Bibliothek, ne? Aber es ist nicht mehr ganz so weit weg, hoffentlich. Hoffentlich. So, weiter geht's. Mal kurz mein Navi auspacken. Sehr schön. So far, so good, Freunde. So far, so good. Hier runter. Jetzt ruckelt's gerade wieder ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen Musik, Freunde. Wir machen mal langsam, dann ruckelt's nicht so doll. Wir genießen den Weg. Nein, wir laufen trotzdem ein bisschen schneller. Weil müssten nicht jetzt in der Theorie auch hier so Vertrauensschüler umherdackeln und sagen so, hey Mensch, geh mal schlafen. Wir mussten hier warten. Ständig hin und her wechseln, Freunde. Fringo. Mal, zu wem muss ich denn jetzt hier? Mama. Na, wer bist du denn? Wer bist du denn? Cressida Blume. Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ja, ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Oh, das ist bitter. Warum machst du hier kein Kampfset? Weil ich dafür extra Talentpunkte ausgeben müsste. Und ich möchte extra noch ein paar sparen. That's why. Also falls du das meinst mit diesen Presets. Klingt nach viel Arbeit für ein paar Bücher. Klingt ziemlich kompliziert. Nur um keine Bücher tragen zu müssen. Vielleicht. Aber einfach ist langweilig. Neue Zauber müssen ja irgendwo herkommen. Warum nicht von mir? Ich würde That's die true. Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Ja, okay. Wie war dein Sonntag bisher? Sehr streamreich. Ansonsten sehr vorbereitungsreich. Mit kalt duschen und Co. That's it, basically. Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ja, ja, ja. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Maybe. So. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Erstmal lesen. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Du hast eventuell ein paar Galeonen für meine Tasche, sagst du. So, das heißt aber, wir brauchen höchstwahrscheinlich den hier. Weg mal stark von aus. Kommen wir jetzt gerade auch in die Bibliothek? Ist das der richtige Weg? Ah, sieht gut aus. Hey! Hey! Wenn ich um diese Bücher will, geschafft. Na. Ja. Sehr schön. So, wo sind die restlichen Seiten? Hä? Hier müssten doch noch welche sein. Hier ist, glaube ich, die verbotene Abteilung? Oh, nee, scheinbar nicht. Vielleicht ist das Buch, das ich für Professor Weasley holen soll, oben. Doch, hier müsste es doch zur verbotenen Abteilung gehen, oder nicht? Da
Da kann ich jetzt einfach so Chili Vanille einfach rein, sagst du? Bodenabteilung, ist nicht schlimm, sagst du? Okay. Aber können wir später nochmal reingucken. Hey, wo komme ich raus? Da. Hey, lass mich raus! Revelio. Moment. Hey, ich hab dir irgendwas. Ach, da oben fliegt auch noch was. Komm her! Das ist Cressidas Tagebuch. Ach, und das können wir sogar lesen? Würde ich es auch zurück wollen. Wow, was für ein Schlawiner sind wir denn? Heute war ein guter Tag, zumindest bis Gareth das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über mein perfekt gedünste Florfliegen verteilte. Ich musste meinen Kessel leeren und von vorne beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein. Tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasleys Neffe wäre. Lesen kann so magisch sein wie zaubern. Warum begreifen Schüler das nicht? Okay. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpastete immer noch lieber. Also keine Vegetarierin bzw. Veganerin. Läuft! Und wer hat gerade mit mir geredet? Are you always talking? Vielleicht mal nach oben gucken, oder? Wir werden wahrscheinlich oben irgendwo sein. Ach, die läuft schon nach oben. Excuse me. Aber was ist da oben? Vielleicht wieder ein Spiegel, oder? Hm, hier war nochmal ein Tor. Hier ist sie überall klingeln, ne? Aber ich finde... Moment. Ist was hinter? Ich jetzt irgendwie... Oh! Give it to me! Oh, yeah. Aha! Was machen Sie denn bitteschön hier? Geheimer Raum. I see. Kommen Sie, kommen Sie! Yeah. That's it. So, hier ist zumindest mal kein Klingeln mehr. Aber aus Prinzip. Einfach. Warum gibt es hier so viele Globen? Globusse. Irgendwie. Ich gehe mal da hoch, Freunde. Vielleicht ist da oben noch irgendwo ein Buch. Ja, und der. Das. Ja, das ist das Erste, was ich machen würde. In der Bibliothek können erstmal snacken. Ja, das ist immer das Erste, was ich so mache und denke. Bibliothek heißt automatisch essen. Man kennt's. Moment, war hier was? Der alte Bibliothekar. Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldet er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Also sage ich nur eins, Freunde. Okay. Revelio. Aha. Fuck. Das war auch mal so großzügig. Alter, sorry. Weil es echt nicht gewollt. Das ist ein Buch. Where is it? Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Ja, hast du's? Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Oh. Quiz? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Yeah. Shoot. Und Sunny Hope, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Or good day, good noon. Not quite sure if you're English or German. You start with a hello. But how are you? If you have any questions or comments, you can totally ask them in English. I will try my very best to answer it properly. Ja, immer so eine Gegenleistung wollen sie, ne? Schlimm.
Okay, komm. Ein Quiz klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Der goldene Schnitzer, Schlangenvogel, goldene Schnatzer wahrscheinlich, oder? Der goldene Schnatzer. Richtig. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarous Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Okay. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Felix Felicis. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Was mit drei Brüdern? Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Quaffel. Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Bin Jäger ein kleiner den Quaffel Nerd, oder? In einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Ja, dann muss ich mal kurz Hermine fragen. Nein, das ist falsch. Falsch. Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Das war gut, oder? Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Das war gut. Die nächsten werden schwieriger. Ja, nicht jetzt. Ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. So. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Okay. Buch über Verwandlung, die Zwischenstufen. Dieses Buch soll Schülern helfen, die sich mit komplizierten Arten von der Verwandlung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es oft ihren fortgeschrittenen Schülern als leichte Lektüre. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. So, ich brauche noch ein paar Bücher hier, Freunde. Die wirkt jetzt hier nicht lassen, ne? Rebellion. Oh, dann machen wir hier noch was. Was klimpert denn hier so? Was unten? Ich will den Spiegel nicht machen, Freunde. Ich will den einfach nicht machen. Oh, Moment! Komm her, du! Oh ja. Yeah. So, eins brauche ich noch. I need one more. Da hinten ist es. Komm her, du! Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Ach, Freunde, ist das nicht gut. Das haben wir jetzt gemacht, oder? Sehr schön. Können wir jetzt nämlich noch ein paar Zauber lernen. Lass dich mal durch. Ach, die haben keine Special-Namen? Naja. Sind wohl nicht ganz so wichtig. Achso, das ist nur der Schnellreisepunkt. Ich wollte schon sagen. Und dann war es jetzt auch der Punkt, wo ich reingekommen bin? Sie können sich ja gar nicht vorstellen. War hier keine Tür? Das Reisen vor Flohpulver war. War hier keine Tür, Freunde? Wo ist die Tür? War die da hinten? Ich möchte. Ah, da. Okay, welche von beiden. Okay, das ist, glaube ich, zum selben Flur, oder? Kann ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Okay, da oben ist es. Sehr schön. Cressida! Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive. Liebe Grüße, yes! Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Ein bisschen, keine Sorge. Kannst du dich bald verwandeln? Und wenn ja, auch in Eichhörnchen? Wahrscheinlich nein. Glückwunsch, Test bestanden? Yeah, very good. Ja, gut, es ist im Normalfall immer so ein bisschen logisch, dass bei Twitch die Qualität ein bisschen besser ist. Ist ja auch mehr ausgelegt auf Livestreaming. Vielleicht eine Belohnung, um das Tagebuch geheim zu halten. Wenn deine Mitschüler nicht erfahren sollen, was du wirklich denkst, solltest du dir eine Belohnung überlegen. Ha, das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Nö, mag sein. Nun, du bist auch nicht die, für die ich dich gehalten habe. Deinem Tagebuch nach bist du voreingenommen. Das ist normal.
Ich bezahle dich. Aber du hast ja keine Ahnung, was ich als nächstes über dich schreibe. Ich bin einfach zu gutgläubig. So, was habe ich jetzt von ihr bekommen? 300! Holy shit, Freunde. Musst du dich erst suchen? Ja gut, das geht ja im Normalfall doch verhältnismäßig zügig. Aber schön, dass du gefunden hast. So, das finde ich übrigens auch ganz cool gemacht, ne? So. Muss man jetzt als nächstes hin. Ich muss immer Lucky Lucky machen. So, Professor Owens, kurz das hier machen, ne? Bisschen Bombarda, Freunde. Nimm dir Bombarda. Ständig mal Schnellreise. Egal. Ist ja schlimmer als die maulende Myrte. Yes. Maybe true. Naja, mach's ja auch nichts, Freunde. Und der nächste? Nee. Wir machen jetzt mal kein Akku-Duell, Freunde. Wir haben ja schon zwei gemacht. Muss mal reichen. So, wir müssen jetzt hier aufholen. There you go, guys. There you go. Oh. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Dass ich den vorher noch nicht hatte, ne? Den Schnellreisepunkt. Also ein bisschen sad. Oh! Ein Mondkalb. Guck mal, der hat direkt ein bisschen was mitgebracht, ne? Die macht einen auf Gandalf, läuft. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Bis wie viel Uhr bleibst du heute live? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt schon gleich 6 Stunden am Stream. Also, so ganz so lange wird es wahrscheinlich nicht mehr. Mal ein bisschen. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Maybe. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Bin immer vorsichtig. Let's go. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut. Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los. Nur ein paar nachwachsen lassen. Gleichmäßige Stabbewegungen. Ach, denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Let's go! Unbeständig? Das wird ja einfach an Schüler auch weitergegeben, ne? Läuft bei dem. Bei denen, so wohl eher. Bombarda! So, jetzt muss ich mal gucken. Das hier. Aber was, wo ist der Unterschied zwischen Bombarda und Confringo? Confringo. Aber der ist eigentlich noch cooler, weil der noch Feuer hat, ne? Der hat kein Feuer. Praxis umsetzen, ja? Rebellion. Probieren Sie es an den Kürbissen aus. An den Kürbissen. Auftrag abgeschlossen. Wo sind hier welche? Bombarda. Ausgezeichnete Stabarbeit. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher und souverän. Hüpsi. Hüpsi. Yo, ich hab dahin gezaubert. Dann geht's da in die Luft. Okay. Why not? Why not? Bombarda stärker? Okay. Okay. Wir brauchen aber jetzt noch ein paar weitere Aufträge. Und zwar Flipendo und... Ja doch, Flipendo und Transformation. Gehen wir zuerst zur Hübschen, oder? Let's go. So, hier haben wir Gott sei Dank Schnellreisepunkt. Sehr schön. Come on, let's do it. Bada. Maxima. Das finde ich halt auch ganz, also finde ich, ehrlich gesagt, fände ich es noch cool, wenn man es noch so machen könnte, wenn man wirklich Maxima so noch zaubern könnte oder es zusätzlich machen könnte. Oder vielleicht die Zaubersprüche halt auf Maxima skillen könnte. Ja, derzeit ist es ja nur so, dass man halt einen Trank dafür nehmen kann. Oh, du bist es. Genau dich brauche ich. Maybe later. Maybe later.
Ich muss mal kurz eben zu ihr. Ein Hybrid vielleicht? Springende Tentakula. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Weil ich schon recht ausgedient bin, ja. Sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Alles aus der Hand. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Ja. Yeah. Super peinlich. So, Flipendo. Flipendo war halt auch damals bei den ganzen Harry Potter Sachen immer so eine Sache, mit dem man eigentlich die ganze Zeit rumgeschossen hat. Ja, Flipendo, Flipendo, Flipendo. Außer bei den Duellen, da hat man ganz zum Schluss, wenn man den Gegner platt gemacht hat, da hat man nochmal Expelliarmus gemacht. Aber ansonsten immer Flipendo. Ja, wenn Sie können. Einfach ein bisschen drehen. Machst du auch Livestreams auf YouTube? Yes, aber nicht simultan mit Twitch. Ja, das ist ja gegen den Terms of Service. Ja, Twitch hat es jetzt ein bisschen gelockert, dass man es auch auf Non-Competitive-Plattformen machen kann, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok. Aber bei Facebook Gaming oder YouTube kann man da nicht simultan streamen. Ja, diese Exklusivitätsklausel hat auch nur Twitch. Mal ganz davon ab. Das Gewächshaus räumt aber manchmal auch auf YouTube und auf TikTok, dann lasse ich halt Twitch weg. Na? Aber wie gesagt, geht halt nicht simultan. Ja, finde ich auch tatsächlich ein bisschen schade, aber vielleicht wird es ja irgendwann mal gelockert. Muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht wird es ja gemacht. Du bist es. Genau dich brauche ich. Ja komm, dann sag an, was willst du? Ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Mhm. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mungo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Kann man mal machen. Das ist zu komisch. Rüben statt Füße? Zu komisch. Ich meine, wie furchtbar. Einfach schrecklich. Ihr findet das vielleicht alle komisch, aber die Sache ist wirklich ernst. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld. Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht, sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pff, als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Das war Fluch. Verdientermaßen. Ehrlich gesagt hat er das ja auch verdient. Eigentlich gebe ich dir recht, aber er ist mein Bruder. Ich bin sicher, so hatte er sich das nicht vorgestellt. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag. Wer spricht denn das überall um? Ich sage, Geheimnisse sind dir absolut keine Geheimnisse. Und? Hilfst du uns? Alter, Geheimnisse sind hier definitiv keine Geheimnisse. Warum wurde Marmadukes Grab verflucht? Der Fluch geht auf einen Bruderzwist zwischen Graynum Dale und seinem jüngeren Bruder Marmaduke zurück. Marmaduke war ein gefeierter Kräuterkundler. Graynum missgönnte ihm seinen Erfolg. Geschwisterrivalität? Klingt, als würde es in der Familie liegen. Ich würde meinen Bruder nie absichtlich verfluchen, wie Graynum es getan hat. Als ihre Mutter starb, erhielt Marmaduke das wertvolle Familienwappen.
Graynham fand, dass es eigentlich ihm als Ältestem zugestanden hätte. Als Marmaduke Jahre später starb, stahl Graynham es und verfluchte das Grab, damit niemand aus der Dale-Familie seiner gedenken konnte. Alright. Verwandeln sich meine Füße. Wow! Na gut, wenn wir nachher mit Rübenfüßen rumlaufen, wisst ihr Bescheid. Ist es wirklich sicher? Meine Füße sollen sich nicht in Rüben verwandeln. Oh, der Fluch betrifft nur Marmadukes Nachfahren. Das hat mein Bruder doch wohl mehr als bewiesen. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Wir sind nicht verwandt. Der Fluch kann dir nichts anhaben. Woher willst du es wissen, ob wir nicht verwandt sind? I don't know. Da muss ich immer an den Hund denken. Was genau jetzt? Warum ist dein Ahne eigentlich so bekannt? Er hat die Eigenschaften verschiedener magischer Kräuter entdeckt und zahlreiche Pflanzenarten beschrieben. Die Welt der Zauberei verdankt ihm viel. Seine Arbeit hat nicht nur die Kräuterkunde, sondern auch die Trankbrauerei beeinflusst. Kann man mal machen. So, ich helfe dir. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Irgendwann. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Rockborough. Okay. Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in deiner Schuld. Yes, mach 10 Euro. So, jetzt müssen wir nochmal zu Weasley, oder? Warte mal, wo ist denn Weasley? Racheneffekte. Weasley, Transformation. Da gehen wir jetzt hin, Freunde. Gucken, ob wir da nochmal Schnellreise haben. And I guess we... Ah, sehr schön, guck mal. Direkt im Raum. Ja, bin günstig. Bin günstig, was Helfen anbelangt. That's me. Pretty cheap. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Gekreuzte Stäbe. Ich habe gehört, Professor Weasley hat das Buch mit den Prüfungsantworten in eine Eule verwandelt, damit bloß niemand schummelt. Wir waren gütig, doch du wurdest etwas streng, was die ZAGs angeht. Please have a seat. Ja, das ist Singleplayer. Freundschaftsrabatt auf das. Ruhe bitte! Ruhe bitte! Verwandlung? Das können Sie sicher nicht mehr hören. Ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, dass ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Lass mal einen Drachen draus zaubern. Oder eine Motte. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Sie wissen, was zu tun ist. So. Verwandlung! Erleicht. Motte oder Schmetterling? Ja gut, Motten sind ja die Schmetterlinge der Nacht. Soll Multiplayer oder sowas rauskommen? Ich habe keine Ahnung. I have literally and utterly no fucking clue. So viele Schmetterlinge. Wir haben noch eine Quest, wo wir denen folgen müssen. Ja, kann ich nochmal mit dir quatschen? Quatschen? Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Ja, obwohl ich so viel Zeit mit den Aufgaben verbringe. Freut mich. Ich weiß aber nicht, ob es all die Zusatzaufgaben gebraucht hätte. Ich weiß, dass Sie ohne sie nicht so erfolgreich gewesen wären. Woher weißt du das? Mir scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie einen beeindruckenden Idurus-Trank brauen. Hoffentlich werden Sie ihn in nächster Zeit nicht brauchen, aber wenn er gebraucht wird, ist er sehr nützlich. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatten Ihre Treffen mit dem Hauselfen von Professor Black und die Erkundung der zahlreichen Höhlen unten am See irgendwie mit Professor Fig zu tun?
Ich sag ja, jeder weiß über alles Bescheid, also fuck it. Ja. Professor Fick hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wenn ich kann, um mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Dankeschön. Aufgaben abschließen. So, jetzt kann ich aus dem ein Bierchen machen, oder was? Erstmal aus dem ein Bierchen machen. Nicht ganz. Oh! Okay, das ging jetzt nicht lauter, oder was? Warum sind sie so leise? Warum sind sie so heftig leise? Okay, wir müssen jetzt nochmal zu Sebastian. Nützt nichts. Warte mal. Kurz gucken, wo? Ah! Ja, zumindest haben wir da... 1-2 Punkte. Nehmen wir den hier. Upper Hawksfield. Let's do it. Ach nee, Freunde. Ach nee. Was soll ich euch da sagen? Es geht immer was zu tun. Immer. Hallo. Wie schön, Hallo. Sie zu sehen. Ja, vielleicht. Warte mal, was habe ich jetzt oben? Ach egal. Ich hole erstmal. Ah, guck mal, hast du auch so schön Greif? Bestimmt nicht, bestimmt nicht. Tschüss. So, wir fliegen mal. Moment, fliegen wir. Oh, ja doch, müsste da richtig sein. Let's do it! Wolkenschwinge! Los! Los! Okay, und das war's auch schon. Bitte, bitte! Oh, anhalten! Gute Eile, mein Schatz! Und dann. Bitte beruhigen Sie sich, ja? Weil Weasley es nicht mitbekommen soll? Ja, yeah, possible. Possible. Man, hier ist immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcraft, in der Nähe der Katakomben. Der ist super leise, wenn er Post schickt, oder? Das ist wahrscheinlich stille Post. Pff. Oh mein Gott, der war schon ein bisschen flach, aber ich fand ihn trotzdem cool. Ach, nee. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Vielleicht können wir unentdeckt bleiben. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Leicht. Nach dir. Ach ja. Wobei, müssen relativ weit, ne? Ja. Nehmen wir noch ein bisschen Mondstein mit, Freunde. Should be fine. It should be fine. Da vorne sind sie. Geh du voran. Er war ein Pushy, ne? Revelio. Oh, war falsch. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Is that so? Renrocks Anhänger meinen es. Revelio total aus. Nö, alles cool, alles cool. Hier ist niemand. Alter, sind die like YMCA? Sieht ein bisschen so aus, oder? Hey du. I think you're dead. Jona gewandt. Haben wir noch was Schönes? Irgendwas?
something? Oh, hier ist ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. That's good. Du kamst ohne Berührung. Yes, das nennt man mal Willpower, oder? So richtig schöne Gedankenstärke, whatever. Oh, wer bist du denn? Hey, du. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Renors Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Bitte beruhigen Sie sich, nicht so aggressiv, ja? Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, wir sind ein gutes Team. Du läufst hinter mir her und ich mach die Arbeit. Mensch, Team. Toll, ein anderer macht's. Dankeschön. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Nichts? Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Petrificus Totalus. Ich hab das Gefühl, ich bin nicht allein. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht allein. Allein, allein. Allein. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Eines Tages werde ich meine eigene Orgelpiste. Nein! Crucio! Weg mit dir! Weg mit dir! Autsch! Autsch! Au! Weg mit dir! Fuck! Oh Gott! Ja, stirb halt, aber leise, mein Freund! Alright! Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ziemlich relativ. Chris, ein kleiner Fanti im Porzellanladen. Ja, das war das? Relativ spaßig. Und auch relativ leise. Revelio. I would say. Was hier ist nichts. Und auch hier ist noch ein bisschen was. Jetzt in die Höhle, sagt er. Still wie mein Grab. Still, still, still. Als Kindlein schlafen will. Okay. Geh mal rein hier. Immer rein in die Höhle her. Jetzt habe ich gar keinen Feuerzauber, ne? Egal, vielleicht brauchen wir auch keinen. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage. Ah, Spinnen. Also wir brauchen definitiv noch Feuer. Definitely. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Ist das so? Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Wer kennt's nicht, ja? Hier ist nichts. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Petrificus Totalus. Petrificus. Diese Mine gleicht einer Gruft. Totalus. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Okay. Revelio. Revelio, kann ich jetzt. Oh Gott.